Ah, die kann ich gar nicht wegpacken. Okay, das ist interessant. Kommen wir noch ein paar von denen hier. Mehr Cash für den Cash-Gott. So. Ist das eine Preview? Genau. Ich habe das Spiel ein bisschen früher bekommen, damit ich es euch ein bisschen zeigen kann. Und muss sagen, bisher finde ich es eigentlich ganz cool. So, es spielt sich so flott und es ist 60 FPS einfach auf einer Switch. Das ist halt voll nice. Es spielt sich so schön. Responsive. Menüs sind schnell. Alles lässt sich super leicht bedienen. Ladezeiten easy, gut fix. So. Kann mich nicht beschweren, Mann. Schwarzes Gras zählt als Nahrungsmittel, kann im Kühlschrank gelagert werden. Ich habe einen Kühlschrank. Irgendwann vielleicht mal, aber gerade noch nicht. liegen auf dem Berg oben. Ich glaube, immer noch Zeug wie früher. Wir haben einen Berg. Wir haben einen Berg. Vielleicht sollen wir da mal hinlaufen. Wir haben noch Zeit. Ist ja nicht so, als ob wir viel machen können gerade. Ist das hier der richtige Weg? Nein, ich muss nach unten. Okay. Einmal hier lang. Ich kann sogar Blumen einsammeln. Das ist ja cool. Kann ich die dann noch verschenken? Huch. Na, keine Dings benutzen. Hier liegt gerade nicht so viel. Aber es sieht hübsch aus. Gipfel des Mutterhügels. Oh. Spannend. Warte! Oh, hallo Chris, was führt dich heute zu mir? Wie kann ich ihr denn so ein Ding geben? Ich meine, ich kann ja unten anscheinend irgendwas ausrüsten. Irgendwie. Ah, genau so. Ah, okay. Oh, das ist für mich. Danke, du kennst mich sehr gut. Cool. Okay. Okay, mit dem rechten Stick kann ich zwischen den Dingern da unten auswählen. Ich verstehe. Und schon haben wir 1000 Gold zusammen. Das heißt, ich kann jetzt gleich nochmal meine ganzen Pflanzen gießen. Also am nächsten Tag meine Pflanzen gießen, dann meine Gießkanne upgraden. Und dann geht's los. So, warte kurz. Ich brauche einmal so Stuff hiervon. Oh, ich kann sie auch schon ernten, oder? Nice, okay, los geht's. Schon. So und so, okay. Bringen wir die gerade mal weg. Voll viel Geld, Mann. Oh mein Gott. Wie geht's dir stets? Ganz gut. Ist ein bisschen krass warm gerade, aber das soll ich mag das Spiel ganz gerne. Das ist ein bisschen süß.
Genau, so, das haben wir gegossen. Das ist alles gut. Huschen wir gerade mal hoch zur Schmiede. Oh Gott, jetzt Sonntag. Ah, es ist sonntags. Nee, die hat nur donnerstags geschlossen. Aber die macht das in einer Stunde auf. Aha. Huch. So, so. So. Und so. Und so. Nehmen wir die ganzen Sachen hier gerade noch mit. Außer der ganze Dings hat jetzt sonntags zu. Das, also, kann ich mir vorstellen, weil Sonntag halt ist. Vielleicht haben sie auch offen. Mal gucken. Ansonsten kann ich mich direkt wieder ins Bett legen, weil ich halt nichts machen kann mehr. Außer noch mehr nach Eisen zu suchen. Noch mehr nach Bronze zu suchen. Und das ist halt... Er hat offen. Nice. Okay, Werkzeuge verbessern. Und dann einmal meine Gießkanne... kaufen. Ich fange mit der Arbeit an. Könntest du bitte gehen? Oh, er steht so. Okay, das sehe ich jetzt erst. Ich dachte, er hat einfach so kleine Stummelärmchen, die so voll süß waren. Aber nein, okay, ich verstehe. Okay. Das ändert alles. So, kurz ins Bett. Kurz mich mit Cash eindecken. Ah, es regnet sogar. Weißt du, das Timing könnte einfach nicht besser sein, Mann. Dude, einfach mega gut. Jetzt müssen wir trotzdem warten, bis es 10 Uhr ist, weil ich vorher nichts machen kann. Ah, Mann. Ja, was soll's. Doch, keine Chibi-Arme sehe ich da. Nee, halt wirklich nicht. Ich bin auch zutiefst enttäuscht. Aber er steht halt einfach so da. Ach, Mann. Besorgen wir uns mal mehr Cash. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das auch, so. Das ist schon mal okay. Ich habe keine Axt, die sollte ich mir vielleicht noch holen. Mein Leben. Ach. Wo kommen eigentlich diese ganzen riesigen, fetten Steine her? Gibt's einfach regelmäßig Steinfall hier auf dieser Farm? Was echt gefährlich sein könnte? Ich mag das Gras, by the way. Kritisch, würde ich so sagen. Warum gibt es Harvest Moon noch, wenn Story of Seasons von den endlichen Machern ist? Weil Harvest Moon eine Marke ist, die gekauft wird. Das ist der einzige Grund. Legit. So, es gibt keinen anderen Grund, warum es noch Harvest Moon gibt, außer weil die Dudes eine Marke aufgebaut haben, welche die Leute kennen und die Leute kaufen Harvest Moon Spiele. Soweit ich weiß, ist das Harvest Moon... das letzte, was rauskam, deren Namen ich vergessen habe, aber das ganz doll furchtbar war, das ist das meistverkaufte Harvest Moon, was jemals erschien. Tadam! Na bitte. Siehe da, jetzt können wir 3 Felder auf einmal gießen. Mega, mega gut. Aber bevor wir was machen, jetzt haben ja eh alle Läden offen, das heißt, wir können noch mal richtig fett einkaufen gehen eigentlich.
Das war... Hier. Es ist der 9. Frühling erst, das heißt, wir können eigentlich voll viel einkaufen. Zum Beispiel eine Tasche für ganz viel Geld. Ich kaufe mal Kartoffeln. Waren Kartoffeln gut? Machen wir 11 Felder voll mit Kartoffeln? Ich glaube, das kann ich gar nicht gießen. Da falle ich einfach tot um bei. So, okay, cool. Hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. Ich hoffe, dass, sobald ich die Farm so ein bisschen ausgebaut habe, dieses Vermehren der Büsche sich ein bisschen zurückzieht. Weißt du schon, wie du heiraten willst? Tatsächlich nicht. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht finden wir irgendwann noch wen, der cool ist. Toll, was brachte mir das jetzt? Irgendwer meinte, ich soll den Maulwurf hauen, wenn er kommt. Jetzt habe ich ihn gehauen und nichts ist passiert. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut. Ich hoffe, das war es wert für euch. Ich hoffe, der Laden noch offen hat, damit ich noch zwei Kartoffelsamen kaufen kann. Ach. Verdammt, Mann. Ich bin nur ein paar Minuten zu spät. Das nächste Mal kommt Resetti. Ach du Kacke. Lieber nicht so. Lieber nicht. Hau ich nicht mehr drauf, ich verspreche es. Ich bin ab jetzt ein Good Boy. Geschieht dir recht. Irgendwer meinte, ich soll den Maulwurf hauen, wenn er kommt. Da vertraut man euch mal und wird so hintergangen. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich absolut nicht in Ordnung. Muss ich ja mal so sagen. So. Oh, das ist cool. Verbraucht das auch mehr Power dann? Ja, das verbraucht 4. Und einmal verbraucht 2. Okay, das macht einfach... Also, das macht Sinn. Wir sparen halt ein so ein Ding bei einem Feld. Also... Macht doch, wie gesagt, macht auf jeden Fall Sinn, dass wir das so machen. Macht dann halt nur leider keinen Sinn mehr, wenn, wenn das jetzt so dumm macht wie ich, dass man halt ein Feld gießt, weil dann verbrauchst du halt auch einfach 6 Energie. Thank you.
Demnächst steht Peter vor deiner Tür. Hoffen wir mal nicht. Ich hab doch nichts getan. Ich hab Maulwurf aus Versehen mit einem Hammer getroffen. Das kann jedem passieren, okay? Es tut mir nicht so, als ob ihr nicht aus Versehen schon mal auch im Garten umgegraben habt. Ein Maulwurf hervorkam und ihr dem dann auf den Kopf gehauen habt. Das ist jedem schon passiert. Das ist so alltäglich, dass es passiert. Wahnsinn einfach. Warte, wann hat der geschlossen? Dienstags. Ach, Mann. Ah, hey, Chris. Nice. Ja, anscheinend ist der ja nicht geschlossen. Wenn die hier... Hä? Da kommen Leute raus, da gehen Leute rein und für mich ist es zu. Was ist das für ein diskriminierender Quatsch hier gerade? Finde ich aber mal nicht in Ordnung, möchte ich mal so sagen. Na sowas, wenn das nicht Chris ist, könnte ich dich einen Augenblick sprechen? Um ehrlich zu sein, möchte ich dich um etwas bitten. Chris, hörst du mir kurz zu? Hast du bereits die Bekanntschaft des jungen Manns gemacht, der dort auf der Bank sitzt? Der heißt Cliff. Um ihn geht es bei meiner Bitte. Könntest du vielleicht ein Gespräch mit ihm anfangen? Auf das Thema kommt es dabei nicht an. Das arme Lämmchen ist ganz alleine in die Stadt gekommen, genau wie du, Chris. Aber er tut sich anscheinend wirklich schwer damit, mit jemandem außer mir zu reden. Konversation ist einfach nicht seine Stärke. Vor allem dann nicht, wenn es darum geht, selbst ein Gespräch anzufangen. Oh, du machst es also? Gesegnet seist du, mein Kind. Ich wünsche dir viel Glück. Hallo? Was ist los? Habe ich was im Gesicht? Du willst dich mit mir unterhalten? Mit mir? Also, ich werde immer so nervös. Vor allem, wenn ich mit jemandem alleine bin. Ich bin nicht so gut im Reden. Nimm dir ruhig Zeit. Ja, ich glaube, ich bin jetzt ruhiger. Vielen Dank, Chris. Das macht dir also nichts aus? Alles klar. Du bist nett, Chris. Da fällt mir ein, du bist alleine in diese Stadt gekommen und betreibst ganz ohne Hilfe eine Farm, richtig? Unglaublich. Ich kann mir nicht mal vorstellen, mit Pflanzen und Tieren zu arbeiten. Vielleicht ist es komisch, wenn ich das sage, aber das ist bestimmt richtig schwierig. Also nicht aufgeben, ja? Und ich will mich nicht aufdrängen, aber möchtest du ein Date mit mir? Ich meine, könntest du dich vielleicht mal wieder mit mir unterhalten? Nur wenn du Zeit hast, natürlich. Es ist nicht so, dass ich dich mag oder so. Ich bin schlecht darin, mit Leuten zu reden, aber wenn du es bist, Chris, das ist was anderes. Na komm, gut nach Hause. So, geben wir ihm noch ein paar Gurken. Mann, diese leckeren Gurken, die einfach lila sind und rund und an Bäumen wachsen und Sträuchern, voll, das sind die besten Gurken der Welt, Mann. So. Oh Mann. Oh Mann, einfach nur. Ein dickes Au und ein dickes Mann. Okay. Ansonsten würde ich auch hier erstmal den Cut machen. Das war soweit ganz cute. Kann ich irgendwie speichern? Spieloption? Nee. Farm? Nee. Kann ich speichern? Es speichert wahrscheinlich jeden Tag, wenn man schlafen geht, oder? Tja, das ist die Frage. Doch, da, automatisches Speichern. Okay. Dann werde ich hier nämlich jetzt den Break machen. Dann danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage wieder, wenn es mit dem Spiel weitergeht. Und ansonsten gehe ich jetzt ins Bett, weil es ist spät. Und ihr solltet auch schlafen gehen, weil es auch garantiert ganz spät ist, da wo ihr wohnt. Daher, auf Wiedersehen.